Grüß euch, DO1 HFS von Funkfieber hier und heute schauen wir uns an, wie wir mit dem Zygoo G106 FT8 machen. Ich habe es mittlerweile geschafft, das zu konfigurieren, sehr abweichend von der Anleitung von Zygoo. Ich zeige euch, was die Problematik ist dann, wenn man das so konfiguriert wie in der Anleitung und was ich nutze für die Cut-Steuerung. Ja, grundsätzlich haben wir das Problem, dass ja nichts mitgeliefert wird beim G106, um Digimodes zu machen. Man muss hier entweder den DE19 nachkaufen oder, wenn man in der glücklichen Lage ist, schon ein Zygoo-Gerät zu haben wie den G90 oder den Zygoo X5105, dann hat man diesen CE19, der ist kompatibel mit dem G106. Ich bin aber mittlerweile weg von diesem CE19 und bin umgestiegen vor einiger Zeit auf den DigiRig Mobile. Schauen wir uns dann auch noch kurz an auf der Internetseite, da gibt es den Kabelsatz für den G90 mit dazu, der ist hier angesteckt. Man sieht man hier, hoppala, verkehrt rum. Die Beschriftung Audio und Seriell, jetzt stellt er hier nicht scharf, jetzt Audio und Seriell. Und das Ganze dann mit einem USB-C am PC verbinden. Von hinten sieht das Ganze dann so aus. Ein Kabel des G90 Kabelsatzes geht auf die COM-Schnittstelle. Die andere in die ACC-Buchse. Also hier ist es dann das Audiokabel und das serielle Kabel am DigiRig-Anschluss, wo wir vorhin gerade geschaut haben. Dieser Kabelsatz, G90-Kabelsatz und mit dem DigiRig funktioniert mit dem G90 und dem Xego X5105 und jetzt auch mit dem G106. Der Vorteil zum CE19 von Xygoo ist beim DigiRig, es ist ein Sound-Interface enthalten, also ich brauche keine separate Soundkarte. Die ist hier mit drinnen und die Cut-Ansteuerung. Somit entfällt eine zusätzliche Soundkarte für den CE19. Der DE19, das neue digitale Interface, ist nichts anderes als ein DigiRig. Bloß mit der zusätzlichen Ansteuerung, hoppala, da ist er, des XPA 125 Amplifiers, also den PA von Zygoo, den man hier ansteuern kann, und das kann der DE19 auch. Das kann ich hier mit dem DigiRig nicht, habe aber bisher keine Verwendung gehabt, hier den Amplifier anzusteuern bei mir. Genau, das war es jetzt soweit mit der Vorkonfiguration, eigentlich am G106, das DigiRig Interface, also wie gesagt, konnte jetzt auch stellvertretend hier ein DE19 sein, verbunden mit dem PC jetzt und dem G106. Und jetzt schauen wir uns die Einstellungen an, die uns Zygoo vorgibt, die nicht funktionieren. Und dann zeige ich euch die Einstellungen, die funktionieren, um FT8 zu machen. Ja, wir sind jetzt hier auf meinem PC und schauen uns jetzt hier mal das DigiRig kurz an, also digirig.net, ist von einem Amerikaner, ist ohne Probleme rübergekommen. Ihr müsst natürlich ein bisschen Zeit einrechnen, bis das Interface dann zu euch kommt. Er hat natürlich einen Store und dann schauen wir da mal rein. Das ist dieser DigiRig Mobile für Jaeso FT8 Geräte, also 8.18, 8.17, 8.57, 8.91. Lasst ihr die Default Konfiguration für die Zygoo-Geräte genauso und für Handfunkgeräte. Also wir zum Beispiel auch für Baufengeräte gibt es einen Kabelsatz. Dann gibt es natürlich noch Alternativen, zum Beispiel für den TX500 von Laboratory 599, also von Lab 599 für den Discovery und andere Einstellungen. Wir brauchen hier für die Zygoo-Geräte und die Jaeso-Geräte der 800er Serie die Default-Einstellung, also Logic Levels.
Dann gibt es hier verschiedenste Kabelsätze. Das wäre der Kabelsatz für den G90. Der passt hier für den X5105 und den G106. Wurde von mir getestet, funktioniert, zeige ich euch. Dann gibt es hier natürlich noch entsprechende andere Kabelsätze. Dann für den Lab599, für den TX500. Dann nochmal ein Kabelsatz für den TX500, also verschiedenste Varianten. Dann Kenwood-Geräte. ICOM IC706, Elecroft Kabelsatz, Baofeng Kabelsatz, den ich schon vorhin angesprochen habe, und viele, viele mehr. Genau, nur um euch das mal zu zeigen, wie das Ganze aussieht. Und natürlich ist es mit ein bisschen Kosten verbunden, aber das Ding funktioniert echt sehr zuverlässig und ist schön klein und kompakt. So, jetzt schauen wir uns die Anleitung an. Wie konfiguriere ich meinen Xaigu G106 laut Xaigu? Ich habe hier die Anleitung von Radio Oddity. Die haben die ein bisschen umdesignt und auf der Seite 19. Seite 19, genau. Wird beschrieben, wie die Verbindung mit dem DE19 mit XPA125, also dem PA von Xaigu und dem Computer beschrieben ist. Genau, das Ganze ist hier wie abgebildet zu verbinden. Die COM-Schnittstelle habe ich hier, das ist bei mir COM15, jetzt natürlich stellvertretend hier mit dem DigiRig. Das merken wir uns einfach, COM15 brauche ich jetzt hier zum Konfigurieren, muss halt natürlich nachsehen unter den Anschlüssen im Gerätemanager eures Windows-Rechners, welche COM-Schnittstelle für euch in Frage kommt. Bei mir ist es COM15. Und dann schreiben Sie hier, ihr müsst den Xaigu G90 für die Datenkommunikation auswählen. Ja, machen wir das. Das war auch der Grund, warum ich gesagt habe, im Video zuvor mit den ersten, hoppla, ich bin hier gerade auf CE, um auf USB, warum FT8 nicht funktioniert. Ich habe bis zu dem Erstellen des ersten Eindruckvideos das nicht geschafft gehabt, diesen G106 lauffähig zu bekommen für FT8 im WSJTX. So, hier haben wir jetzt die Einstellungen für den G90, so wie es beschrieben ist. Data-Bit und Stop-Bit auf 8 und 1, Default hier unbedingt beim Mode- und Split-Betrieb auf None. Ah genau, ich muss hier auf None stellen beim Split-Betrieb, sonst verweigert er das Ganze schon. Es hat jetzt einmal geklickt, ihr habt es gesehen. Und jetzt, wenn ich auftaste, steigt die Cut-Control im G106 aus. Zack, Fehlermeldung. Kommunikationsproblem. Ihr habt es gesehen, er hat kurz aufgetastet. Er schmeißt auch kurz ein Audiosignal raus, wenn wir jetzt hier im Betrieb wären, und bricht dann ab. So, die funktionierende Konfiguration sieht wie folgt aus. Ihr wählt den ICOM 7 IC7000 aus. Baudrate 19.200. Data-Bit 8, Stop-Bit 1, Handshake Default. None, Mode None, Split None, Push-to-Talk-Methode, Cut. Wir gehen hier auf Test und wenn ich jetzt auf Auftasten gehe, bleibt aufgetastet, ohne Schwierigkeiten, und ich kann es wieder ausmachen. Das ist der ganze Zauber hier hinter diesem FT8 mit dem G106. Das hat mich ein bisschen Nerven gekostet, hier die richtige Einstellung zu finden. Ich habe verschiedenste Geräte durchprobiert, meine üblichen Verdächtigen für Xaigu-Geräte, und jetzt, wenn ich hier natürlich auf Enable TX gehe, zeigt es ja auch gleich, wird er gleich eine Aussendung machen. Ich hänge an einem Dummy-Load, deswegen seht ihr sonst keine Signale. Er macht eine Aussendung. Ich habe natürlich jetzt keine Ahnung, wie stark mein Signal ist. Fahren wir das Ganze runter. Da müsst ihr dann schauen, wie gesagt, ihr habt sonst keinerlei, aktuell keinerlei Anzeigen, Details, wie, was und überhaupt von den Einstellungen. Genau, das war die ganze Hexerei zu FT8 mit dem G106. Ich hoffe, das Video hat euch soweit gefallen. Jetzt sendet er gleich wieder raus. Ich kann hier mal den Enable rausmachen.
Das war es jetzt hier soweit. FT8 mit dem Xaigu G106 mit WSJTX. Die Einstellungen von mir. Genau, das soll es gewesen sein. Da war DO1 HFS von Funkfieber mit dem ersten FAQ wieder zum Xaigu G106. Mal schauen, was demnächst noch so folgen wird an FAQ-Videos, aber das hier soweit zum ersten, um FT8 mit dem Gerät machen zu können. Macht's gut, wir sehen uns in den nächsten Videos.